Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Themenfrühstück. Heute bei uns geht es um Brazzo, um Schalke und um Trikots. Tja. Ja, da sind wir. Das wollte ich immer schon mal sagen. Wie leidenschaftlich du es gerade gesagt hast, es geht um Schalke. Okay, aber es geht erst um Brazzo, weil der hat einen Vertrag verlängert beim FC Bayern München. Langfristiges hat er sich an den FC Bayern gebunden. Vollkommen zu Recht, sagen wir natürlich jetzt. Vom halben Jahr sah das alles noch ganz anders aus. Da war er ja immer noch der Kasperle. Ja. Und jetzt auf einmal ist er das Trüffelschwein. Nett. Ist er, ne? Ja, also Max Nölke hat vorhin geschrieben, er hat ungefähr 2/3 der jetzigen Bayern Top-Startelf, wenn man die so aufmalt, quasi verpflichtet. Und das ist ja schon eine Menge. Hat er gut gemacht. In seiner Zeit gut. Ja, auf jeden Fall ist ihm, oder in seiner Gesellschaft, in seinem Beisein, ist der Umbau des FC Bayern gelungen. Nach dem Sextupel ist da eine komplett neue Mannschaft jetzt aufgestellt. Ja. Kann man fast sagen. Ja, ja, man muss ja wirklich sagen, anfangs war es ja wirklich dieser Begriff in seinem Beisein, der eher zutreffend war, wo Uli Hoeneß noch getönt hat, dass kein Transfer unter 25 Millionen oder über 25 Millionen da über Brazzos Tisch geht, weil er dafür nicht zustimmungsberechtigt wäre oder was auch immer. Mittlerweile hat er die Hosen an, kann man das so sagen? Das ist schwer zu sagen, da kenne ich die Strukturen beim FC Bayern zu wenig, aber ich glaube nach wie vor, dass es auch beim FC Bayern ein 4-6-8-Augen-Prinzip bei solchen Transfers gibt. Und ich glaube, Uli Hoeneß hängt sich da auch ein bisschen weit aus dem Fenster, wenn er sagt, da habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Der Mann hat ja sowieso ein kleines Problem damit, dass die Wahrnehmung seiner Person vielleicht nicht mehr ganz so groß ist wie noch vor einigen Jahren. Verstehe ich auch, wenn man so lange im Auge des Taifuns quasi gearbeitet hat. Aber jetzt sind andere dran und das machen Oliver Kahn und sein alter Kumpel Brazzo. Ein Erfolgsmodell aus alten Bayern, aktiven Bayern-Zeiten ja auch. 2001 die Champions League gemeinsam geholt. 1999 eine unvergessliche Niederlage gemeinsam erlebt. Das schmeißt irgendwie zusammen. Ganz gut. Und die Vertragsverlängerung ist auf jeden Fall nachvollziehbar zu diesem logisch Zeitpunkt. Logisch auch, konsequent. Und im Moment sieht das ja auch, nehmen wir mal das letzte Wochenende weg. Aber ich meine, Unentschieden zu Hause gegen Gladbach kann man ja auch mal machen. Sieht das ja eigentlich auch erstmal ganz gut aus. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, abgerechnet wird zum Schluss. Und letztes Jahr war es, hilf mir, das Viertelfinale in der Champions League. Und das reicht am Ende dieser Saison natürlich nicht. Und Oliver Kahn äußert ja immer wieder große, große Sorgen, dass es, wenn die Kommerzialisierungsschraube sich immer weiter dreht, auch der FC Bayern irgendwann kleine Probleme bekommen wird. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Im Moment sieht die Mannschaft erstmal ganz ordentlich aus. Ja. Und jetzt müssen sie zeigen, was sie auf dem internationalen Parkett schaffen, weil Bundesliga-Meisterschaft ist erledigt. Ne? Sind wir durch, oder? Ja, ich glaube auch, so ein Punktverlust gegen Gladbach, der ist, glaube ich, schon vor der Saison quasi einkalkuliert. Und ja, ist ja so. Also meinst du, dass die da sitzen und sagen, oh, guck mal hier, vierter Spieltag, da können wir mal so, können wir es mal so ein bisschen aussehen lassen, als wenn wir doch nicht ganz so gut sind. Genau. Dann wieder 7-mal in Folge mindestens 7 Tore pro Spiel. Ja. Dann kommt Dortmund, da spielen sie die erste Halbzeit ganz schlecht. Da kommt es dann darauf an, ob sie zu Hause spielen oder auswärts. Genau. Und dann machen sie in der zweiten Halbzeit, drehen sie so ab 60. Minute kurz mal den Turbo auf und dann 80. Minute 4-1 für Bayern. Dann kriegt Dortmund noch einen geschenkt und dann ist die Meisterschaft. Die Instrumente sind wieder aufgezeigt. Ja, genau. Okay, also von mir aus. Ja, also ich glaube auch, ne? Also wichtig wird es jetzt, wichtig wird es jetzt bei den internationalen Spielen. Das haben wir Barcelona, Inter und wer ist noch in der Bayern-Gruppe? Tja, da fragst du was. Viktoria Pilsen. Genau. Viktoria Pilsen. Ja. Es wird ganz wichtig. Ich schalte dann erst wieder zum Achtelfinale ein, aber gut, das ist ja bekannt. Dann haben wir noch eine ganz heiße News hier gerade reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt schon gelesen hast. Die Bundesliga-Mannschaft, die ihren Mitgliedern die höchsten Mitgliedsbeiträge abverlangt, ist... Du guckst mich so an, als wäre es Schalke 04, aber ist es so? Wisst ihr es?
mit großem Abstand, ich glaube 48 Euro mehr als der Zweitplatzierte. Bayern München. Der SV Werder. Werder Bremen. Ja, okay. Völlig überraschend. Ja, einigermaßen überraschend. Also 48 Euro mehr als der Zweitplatzierte oder insgesamt 48 Euro? 168 Euro. Okay. Der Zweitplatzierte, wenn ich den doch jetzt auch noch auf dem Zettel hätte, habe ich leider gerade vergessen. Ja. Ich weiß, dass auf jeden Fall der günstigste Bundesligist ist der VfL Wolfsburg mit knapp 40 Euro. Okay. Aber man muss ja auch überlegen, was man für sein Geld bekommt, ne? Und es ist ja so, bei Wolfsburg kaufst du dir ja quasi wahrscheinlich nur so ein Vorkaufsrecht für Tickets, was du als Mitglied genießt. Bei Werder Bremen zum Beispiel, obwohl sie ja auch ausgegliedert haben, sind sie ja immer noch ein Verein, bei dem die Mitglieder auch was zu sagen haben. Ähnlich bei Schalke. Exakt. Auf Platz 3 oder 4, die Dosen, wie ich sie nenne, mit einem Mitgliedsbeitrag von 100 Euro, allerdings nur Fördermitgliedschaft. Genau. Kein Mitspracherecht. Genau, stimmberechtigt Mitglieder zu werden, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Genau. Und Bremen ist oben, wer ist Zweitplatzierter? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch du nicht. Hast die Tabelle hier quasi. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf. Ich wollte das nur. Aber das ist ja auch immer. Ist ja auch mal ganz interessant zu erfahren. Ja, absolut. Ich weiß, ich kann das ja offenlegen, ich bin auch Mitglied beim FC Schalke. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was das kostet, weil, jetzt darf ich mich nicht verplappern. Ich habe das mal geschenkt. Ich habe es mal vor Jahren geschenkt. Also Weihnachten 2004. 2004, das ist 18 Jahre her. Ja. Du bist jetzt 21 geworden, also mit 3. Genau. So und das ähnlich. Zahlt jetzt immer noch der Papa. Oder, ja. Du weißt nicht, wer es bezahlt. Irgendjemand bezahlt es. Du weißt es nicht. Ich muss jedenfalls. Das ist auch ehrlich gesagt. Ja. So lief es ähnlich auch mal. Aber du hast eine Krankenversicherung, hoffe ich. Ja, und auch mit meinem Elf-Freunde-Abo lief es auch lange ähnlich. Auch mal geschenkt bekommen. Tja. Und wenn man das nicht kündigt, dann läuft das ja immer weiter und dann profitiert man davon. Lass es doch einfach weiterlaufen. Es sichert deinen Arbeitsplatz und am Ende auch meinen. Schön. Also insofern, okay. Ja, schön war, als ich gekündigt habe und angerufen habe beim Abo-Service und natürlich noch versucht zu überzeugen. Ja, Herr Nussdorf, wir sind ja auch schon lange dabei, wollen Sie nicht doch noch? Habe ich gesagt, ja, ich werde es weiterlesen, aber ich brauche halt dieses Abo nun wirklich nicht mehr. Ich sitze jetzt an der Quelle. Ach so, ja, Glückwunsch. Damit bist du natürlich auch deine Dauerkarte los und bist. Nee, die habe ich noch. Also zumindest. Ja, gut, aber du hast die Dauerkarte noch, aber du kannst sie nicht mehr nutzen. Genau. Und auf deiner Dauerkarte steht ja drauf, wie lange du schon Dauerkarteninhaber bist. Und jetzt steht das zwar auf deiner alten Dauerkarte drauf, aber du bist kein Dauerkarteninhaber mehr. Das stimmt. Du bist einfach nur noch ein schnöder Angestellter dieses Unternehmen. Aber die Dauerkarte wurde ja eh abgelöst vom Club. Von daher haben wir ein ganz neues Modell. Sag nicht, dass du jetzt ein Elf-Freunde-Club-Abo abgeschlossen hast. Das kriegt man ja total günstig, habe ich gehört. Ne? Ja. Ich glaube, man kann es einen Monat testen, genau. Für umsonst, ja. Für lau, für umme. Kann man einfach mal machen. Und dann kann man alles lesen, ja. Und danach zahlt man 5 Euro im Monat. Noch nicht 4,99. Ja, also komm, entschuldige. So wie du Abos durchlaufen lässt, kann man das ja wohl auch nochmal machen, oder? Ja, sehe ich auch so. Okay, so viel zum Thema Eigenwerbung. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich, wir haben es gerade schon angeschnitten, der FC Schalke verliert wieder ein großes Talent aus der Knappenschmiede, nämlich, du kannst ihn besser aussprechen. Ja, also eigentlich Malik Ciao. Ciao? Ja, Malik Ciao sagt Ciao. Ach, Ciao sagt man, weil schreibt sich ja T-H-I-A-U-W. Ja. Ciao. Ciao. Ist egal. Gut, ganz essentiell wichtiger Spieler für den Wiederaufstieg, kann man das so sagen? Ja, schon. Muss aber jetzt mit 21 Jahren die finanzielle Lücke beim FC Schalke schließen. Ja, das war. Die Landesbürgschaften wollen zurückgezahlt werden. Der Steuerzahler fordert sein Geld zurück. Und wie heißt eure Finanzchefin? Sag nochmal schnell. Christina Rühl-Hamers. Rühl-Hamers sagt. CRH. Ja, gibt mehr Spielraum. Ja, vor allem, ich glaube nicht, dass es sehr viel mehr Spielraum gibt, sondern es verschafft erstmal vor allem Luft. Also, die Ablösesumme man ist sich uneins, irgendwas zwischen 6 und 10 Millionen, wie das dann mit den Boni verrechnet wird und so weiter und so fort. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ungefähr 6 bis 10 Millionen jetzt in die Kassen überwiesen aus Mailand, AC Milan. Setzt er sich sofort durch? Nee, glaube ich nicht. Ist er dann erstmal zweite Wahl? Ja. Ist natürlich auch, aber ich glaube, er ist ein guter Typ und. Ja, vor allem noch sehr jung, ne? Und mit 21 Jahren schon 61 Profispiele gemacht zu haben. Für hat er auch Schalke Bock drauf, glaube ich, ne? U21 Europameister, also man vergleicht ihn immer so ein bisschen mit Joel Matip, das sehe ich nicht ganz so einfach von der Spielweise her, aber das ist, glaube ich, so die einzige Gemeinsamkeit, dass sie beide Innenverteidiger sind und aus der Schalker Jugend kommen.
Ja, ist natürlich, aber ich vertraue ja nach wie vor auf Rufen Schröder. Er hat ja auch in der Pressemitteilung hieß es schon, dass parallel schon gescoutet wurde zu den Verhandlungen mit Mailand um einen Abgang von Malik Chow. Und es ist tatsächlich so, gestern Abend sahen die Schalke-Reporter am späteren Abend am Vereinsgelände noch einen Spieler des FC Liverpool aufkreuzen und die Räumlichkeiten zu Gesprächen betreten. Sepp Vandenberg, ein holländischer, junger U-Nationalspieler, zuletzt ausgeliehen in die englische zweite Liga, soll wieder verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Und es heißt, es ist noch ein weiterer deutscher Club im Rennen. Und da wird wohl zeitnah eine Entscheidung fallen. Ich weiß, dass es gestern hier schon besprochen wurde, aber ich muss dann trotzdem nochmal den Experten fragen. 1-6 zu Hause verloren und jetzt noch einen Innenverteidiger verlieren. Und jetzt irgendeinen Niederländer aus der zweiten englischen Liga. Ist das adäquater Ersatz oder hat man Schalke die Pistole auf die Brust gesetzt und sie können gar nicht anders? Dann lieber absteigen als pleite gehen. Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Tanz auf dem Drahtseil gerade. Ne? Das ist, ich glaube, dass sie wenig andere Möglichkeiten hatten, als Malik Chow zu verkaufen. Vor allen Dingen, wenn sie wirklich, und das haben sie ja in der Pressemitteilung sehr deutlich betont, wie toll die wirtschaftlichen Bedingungen dieses Wechsels sind. Es gab anscheinend keine andere Möglichkeit, als da diesem Wechsel zuzustimmen. Ich glaube trotzdem, dass sie das trotz des Abgangs einigermaßen konkurrenzfähig sind. Ich glaube auch nicht, dass die zweite englische Liga sich vor der Bundesliga verstecken muss, in vielerlei Hinsicht. Und gerade nicht vor dem FC Schalke 04. Also ich glaube, das Niveau kann man durchaus vergleichen. Und man hat ja tatsächlich noch jetzt zum Beispiel mit Marcin Kaminski einen weiteren Spieler im Kader, der in der letzten Saison ein deutlicher Aufstiegsfaktor war, auch der viel gespielt hat, der jetzt in dieser Saison noch gar nicht so viel gespielt hat. Der aber auch als das geholt wurde. Genau. Das war eine der Stützen. Ja. Und gut, du vertraust ja Ruben Schröder und insofern, da hat er ein glückliches Händchen bewiesen. Muss er natürlich jetzt in der ersten Liga auch bestätigen. Ja. Ihr habt ja auch vorne einen drin, der immer unheimlich gut in der zweiten Liga ist und dann in der ersten Liga immer so mittel. Ja. Auch da warten wir noch darauf, wie das weitergeht. Aber ich drück auf jeden Fall die Daumen. Ja. Mir fällt gerade auf bei den Diskussionen, die wir hier in dieser Runde haben, ist, dass wir früher oft diskutiert haben, ja, da wird ein Spieler gekauft oder verkauft und lohnt sich das und so weiter. Und dass wir jetzt immer mehr auch über diese ganzen Schuldengeschichten mehr, also so, wir diskutieren, ja, wägen wir ab, sportlicher Erfolg oder beziehungsweise sportlicher Misserfolg gegen wirtschaftliche Tragfähigkeit und so weiter und so fort. Also es geht nicht mehr um Verstärkung auf sportlicher Seite in unseren Diskussionen, sondern es geht zunehmend auch um Absicherung in wirtschaftlicher Ebene. Und das können die Vereine fortbestehen? So verändert sich der Fußball. Wobei wir es ja immer noch nicht erlebt haben. Man denkt ja auch mal, irgendwann muss mal jetzt einer der bekannten Vereine krachend pleite gehen, ja? Ja, man dachte. Und es passiert einfach nicht, ne? Ja, too big to fail, ne? Ist ja dann vielleicht doch. Ja, gut, aber wer ist too big to fail? Klar ist der FC Schalke too big to fail. Ja, ich dachte jetzt auch an Barcelona. Also, wo man ja auch zeitweise dachte, jetzt sind sie aber eigentlich immer wirklich fällig, aber irgendwo bleiben sie dann doch noch immer am Leben. Ja, gut, also der. Selbst der erste FC Kaiserslautern ist wieder da. Da war ich allerdings bei der Gläubigerversammlung vor anderthalb, zwei Jahren. Und haben Sie dir auch noch was geschuldet? Das war wirklich, glaube ich, spitz auf Knopf. Da waren alle happy, dass das gut ausgegangen ist. Der Luxemburger ist ja nicht gekommen und der hat ja zum Beispiel, hat ihm ja nicht stattgegeben. Also insofern freut mich das natürlich, dass sie wieder da sind, aber ich glaube auch da viele, viele Menschen über viele Jahre Schweiß auf der Stirn. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu unserem dritten großen Thema heute in der Sendung, nämlich Trikots. Gestern wurde das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, offiziell präsentiert. Ja. Da haben wir schon drüber gesprochen. Worüber wir nicht gesprochen haben und weil es, glaube ich, ein bisschen später dann erst veröffentlicht wurde, sind die Trikots, die der Hersteller der Bruder des Herstellers der deutschen Trikots. Der Bruder gemacht der, hat quasi. Der Bruder. Was haben wir denn hier? Wo ist es denn? Es geht um Puma. Und Puma hat eine ganze Reihe von Trikots gezeigt. Du siehst es, wenn du gerade ausguckst. Ach so, da. Die Leute sehen es auch quasi auf dem Tisch.
Hier, darum müsst ihr ein bisschen auseinanderrücken, damit ja. man euch rechts und links... Ah ja, okay. Das ist das Trikot von? Das ist das Trikot von Ghana. Und wenn wir jetzt einmal so ein bisschen kurz da durchseppen, dann sehen wir, dass sich das alles sehr ähnelt. Also wir haben... Das ist die Vorderseite des Trikots? Genau, diese großen Nummern sind, glaube ich, mittlerweile, würde ich behaupten, Pflicht. Ach so. Auch auf der Vorderseite. Das sieht man ja bei den großen Turnieren jetzt auch immer. Okay. Ich glaube, auch bei dem deutschen Trikot ist auch Platz dafür zumindest. Ja. Aber irgendwie clever gelöst, muss man sagen. Dies hier sieht ja tatsächlich so ein bisschen aus, als wenn drei schreiende Kinder, Kleinkinder sagen, ich will ein Trikot haben und dann kauft man halt irgendwo hier an der Ecke bei irgendeinem Straßenhändler dann doch nochmal so die kleinen nachgemachten Dinger da. Es sieht unfassbar billig aus. Und das, wenn wir nochmal kurz weiter durchgehen, dann wird man auch sehen, warum? dass sich das durchzieht. Das ist alles... sich das ganze Trikot quasi abspielt auf... Das finde ich ganz okay. Was ist das? Welche? Das ist Marokko, glaube ich. Marokko? Ja. Ja, da ist tatsächlich wird noch auch mit ein bisschen Details gespielt. Da um die Nummer herum. Ja. Das ist, glaube ich, Serbien, oder? Serbien. Aber man sieht halt, und das finde ich auch immer, das stört mich schon, wenn es halt alles so nach einem Schema F ist, ne? Also so quasi die Nummer im Kreis und dann ist der Kreis mal ein bisschen anders. Aber das ist schon... Sieht halt aus so wie so Payback-Trikots oder so, oder Aral-Punkte gesammelt oder kriegst du zum Axe-Deo-Set noch ein Trikot dazu. Ja gut, also, man muss mal was Neues probieren. Ne? Ich bin ja tatsächlich eigentlich ein Freund von Kind der 80er, 90er Jahre, ne? Ja. Dass man relativ schnell erkennt, um welche Nation es sich handelt. Mhm. Also entweder ganz schlicht, weißes Trikot, schwarze Hose. Ja. Oder eben die unglaublich hässlichen 1990er Trikots. Mhm. Für mich irgendwie immer noch wohlige Erinnerungen kommen da hoch. Das hier finde ich gut. Das ist Kamerun, oder? Senegal. Ja. Okay. So viel dazu, dass man auf den ersten Blick erkennt. Schwierig. Ja. Entschuldigung, ich dachte, in Senegal ist das nicht eher so orange und... Das ist Elfenbeinküste. Gut. Richtig. Du hast recht. Entschuldigung. Das ist Uruguay, oder? Oh, das ist aber wirklich enttäuschend. Ja, lieblos auch irgendwie. Also es ist vor allen Dingen... Eine große Enttäuschung finde ich, wenn man bedenkt, was für schöne Trikots Puma zuletzt hatte. Also gerade auch, wenn ich an die italienischen denke, da gab es, das war grün und gold und blau und da wurde mit irgendwie Mustern der Renaissance oder so gespielt. Also und dann jetzt das hat sowas lieblos Plastikmäßiges. Also kriegst dich ja gar nicht mehr ein. Ja, sieht aus wie 5x Sixpacks gekauft, Trikots beim Einsenden der Bons. Ja gut, aber ehrlich gesagt... So hole ich mir meine Fußballtrikots. Ich brauche die Sixpacks noch nicht mal zu bezahlen, weil ich hier mal Ergebnistipps gewinne. Ja, hier hat auch vorhin jemand geschrieben, der Mann sieht erstaunlich nüchtern aus, dafür, dass er regelmäßig die Sixer im Tippspiel so locker Liebe gewinnt. Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, ich trinke die doch nicht sofort aus. Die werden bei mir gehortet und dann zu einem festlichen Anlass ausgetrunken. Oh, random schreibt noch sicher. Außerdem dauert das ja auch unheimlich lange, bis Wettschulden bezahlt werden. Das muss man fairerweise auch mal sagen. Da muss man sich das ein bisschen aufsparen, das stimmt, ja. Ah, und random schmeißt nochmal eine interessante Theorie rein. Er sagt sicher, dass das alles kein Puma-Marketing-Troll ist oder ein Gag quasi. Ein Puma-Marketing-Troll. Vielleicht ist es ja, weißt du eigentlich, was so gemeinhin in der neueren Zeit als der größte Flop beim Marketing bei Werbekampagnen und Marketing gilt, das ist ja das Kamel bei der Zigarette Camel, ja. Als sie angefangen haben, das lustige Kamel dann als Testimonial quasi einzuführen. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Schade. Das war, siehst du, erzähle ich auch wieder einen. War vor meiner Zeit als Camelraucher. Ja. Also Camel war ja früher so eine coole Marke, die den Leuten das Gefühl ein bisschen auch von Freiheit und Abenteuer gab und in den 80er Jahren wurde sehr stark geraucht und dann wurde irgendwann das lustige Pferd im Grunde wie so eine Puppe. Kamel. Eingeführt. Ja, Kamel Pferd, eingeführt. Pferd mit Höckern. Und die Leute, die bis dato meinten, dass sie sowas sind, wie Leute, die da irgendwie durch Afrika in so einem Range Rover fahren und dabei eine lässige Camel rauchen, die dachten so, ich bin doch kein Kamel. Und es wurde aufgehört, Camel zu rauchen. Und sowas Ähnliches könnte jetzt Puma blühen, sage ich voraus. Oh Gott. Andererseits muss ich gestehen, würdest du dir jetzt von irgendeiner beliebigen Fußballnation ein Trikot kaufen, nur weil es so ganz, ganz gut aussieht? Also würdest du jetzt ein Trikot von der Schweiz kaufen, nee. Auch wenn es super gut aussieht? Ja, würdest du ein Trikot von der, was haben wir, Senegal ja. oder sogar Serbien?
Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ich tue mich da mit Nationaltrikots generell ein bisschen schwer. Da bin ich dann eher bei Vereinen. Ah, ja. Club, not country, ist mein Motto. Okay. Ja. Also ich laufe natürlich in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade hier sitze, immer gerne mit meinem Kroatien-Trikot rum. Als sogenannter Full-Kit-Wanker mit Hosen und Stutzen? Nee, nur das Trikot. Und ich glaube, es ist das Trikot von 98 oder 2002. Das heißt, es ist so eine Art Schachbrett in Rot-Weiß. Ja, das kennt man ja. Das sieht unglaublich scheiße aus. Das muss man einfach mal sagen. Also, reden wir doch nochmal über das aktuelle Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Das ist ja, wie einige zynische Zuschauer auch schon anmerkten, ganz subtil in Trauerflor gehalten für die Menschen, die auf den Stadionbaustellen verstorben sind. Nämlich an der Seite hier der Trauerflor und dann noch in der Mitte ein schwarzer Trauerflor. Hm. Geht schon tief in die Magengrube, so ein Spruch, gebe ich zu. Ich glaube, es war die Heute-Show, die sowas geschrieben hat. Also insofern ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie findest du das Trikot? Ich finde es okay. Also dieser schwarze Streifen in der Mitte. Ich glaube, Tobi hat gestern gesagt, das weckt irgendwie Autobahn-Assoziationen und Deutschland ist ein Land der Autofahrer. Also. Dafür ist Deutschland, glaube ich, auch in der Welt bekannt. Genau. Also. Auf vielen Ebenen. Und nicht nur, da denke ich nicht nur über die Band Kraftwerk nach. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich finde es okay. Also ist, wie gesagt, ich würde es mir nicht kaufen. Davon bin ich weit entfernt. Aber besser als diese Schlafanzüge zuletzt. Schlafanzüge? Ja, ich glaube zuletzt, die deutschen Trikots waren mit so Querstreifen und ich finde, das hat immer schnell so Schlafanzug-Vibes. Ja. Ehrlich gesagt ist mir dieser ganze Trikot-Veröffentlichungswahnsinn auch relativ wumpe, muss ich gestehen. Okay. Ja, weil wenn es am Schluss erfolgreich ist, hat man irgendwie auch andere Erinnerungen an so ein Trikot als wenn nicht. Über viele Jahre habe ich ein grünes Trikot von der Europameisterschaft 2000 sahen halt auch getragen. Gut aus, die Grünen. Ja, die Grünen, ja. Vor allen Dingen, weil das so wahnsinnig unerfolgreich war. Und das gab es dann irgendwann mal für 9,95 Euro. Ja. Habe ich natürlich mitgenommen, klar. Da bin ich dabei. Wenn ich mal gerade keine Sixpacks dabei habe, um es umsonst zu bekommen, dann zahle ich auch mal 9,95 für ein Deutschland-Trikot. Was ich übrigens gerade feststelle, original. Ist, wenn ich durch die Kommentare scrolle und Menschen hier Kommentare schreiben ohne Profilbild, dann steht da ja der Anfangsbuchstabe als Emblem. Und da ergeben sich manchmal dann Worte daraus, wenn Leute mit verschiedenen Anfangsbuchstaben untereinander schreiben. Zum Beispiel, wenn sich Luise und Olsbrücken und Luise abwechseln, steht da LOL. Oder Luise, Evil Steglitz und Olsbrücken, dann haben wir Leo, mit Clemens noch davor Cleo. Ich glaube, das ist noch ein Potenzial, das können wir noch weiter ausnutzen. Vielleicht können wir da noch mal so ein Spiel rausmachen, wenn ihr es schafft, die Bundesliga-Abschlusstabelle zu tippen. Wenn wir hier das Thema durch abwechselnde machen, Kommentare. Florian, du und ich, dann kommen wir immer wieder in den Moment, wo ich merke, jetzt bin ich draußen, weil du eben doch jetzt, du bist draußen, ich bin im Internet. Der studierte Psychologe dann doch irgendwie auch einmal Beobachtungen hat, Assoziationen, es wird so spielerisch. Lassen wir doch mal etwas an uns heran, was nicht so faktisch ist wie dieses Themenfrühstück. Ja, da bin ich dann irgendwie, da stehe ich auf dem Schlauch. Okay. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Aber irgendwie finde ich es auch schön. Gut. Ich also LOL, Cleo, Leo, ich finde es toll. Gut. Und das sind auch schöne Abschlussworte. Ja. Was ich ein bisschen vermisse und ich glaube, da machen wir irgendwas falsch. Früher hat man uns doch hier im Forum immer einen eingeschenkt. Wie sieht der denn schon wieder aus? Was labert der und so weiter? Heute kriegst du Komplimente. Jetzt ist alles scheiß freundlich hier. Nee, man, es kommt ja gar nichts mehr. Das Einzige, was dir noch auffällt, ist Cleo, Leo, Leo, LOL. Ja, und dass du gut aussiehst dafür, dass du täglich 6 Sixpacks angeblich hier vernichtest. Gut, das ist ja. Danke sehr. Ja. Vielleicht stellt er sich auch irgendwie so einen zahnlosen. Ja. Schalker. So einen zahnlosen Eckkneipenbesucher vor. Ich weiß es nicht. Sag ruhig Schalker. Ja, also, das war das Themenfrühstück am Dienstag. Wir drücken dem FC Schalke die Daumen, dass er mit dem Geld, was er jetzt völlig überraschend einnimmt und aus Italien bekommt, irgendwas anfangen kann. Konsolidieren. Und da werden wir dann in den nächsten Tagen mal draufschauen. Genau. Möglicherweise kommt der Spieler, wie heißt der, Vandenberg? Ja. Donnerstag ist Deadline Day. Ja, Donnerstag ist der große Deadline Day. Ja. Werden wir tickern. Übrigens. Deadline Day heißt bis 24 Uhr geht's oder bis 18 Uhr? 18 Uhr. Also ich glaube, ist auch ein bisschen unterschiedlich in den Ländern, aber in Deutschland schließt das Transferfenster am Donnerstag, den 1. September um 18 Uhr. Bei wem muss denn jetzt noch was gehen?
Also so richtig was gehen. Wenn wir die 18 Bundesligisten sehen. Also wir über Eintracht Braunschweig wollen wir nicht reden hier. Ja, ich. Schalke. Und Gladbach ist, glaube ich, auch noch auf der Suche nach Verstärkung. Schalke ist auch sehr gut in die, Gladbach ist auch sehr gut in die Saison gestartet, oder? Ja, aber mit einem Kader, der noch weitgehend der alte ist. Also da. Ja, gut, das liegt ja auch daran, dass da offensichtlich einige Spieler, die sich vielleicht auch gerne veräußert hätten, nicht zu den den Preisen veräußert werden konnten, die man sich vorgestellt hat, oder? Auch interessant, schauen wir auch weiterhin drauf. Also ist wieder, reden wir über Schuldenausgleich bzw. wirtschaftliche Stabilität. Genau. Und dann sind wir natürlich ein bisschen blöd. Auf die Hertha sind wir gespannt. Weil eigentlich hätte man ja auch mal wieder so richtig Bock auf so einen geilen Spieler, so, wo man sagt, der Mensch, der HSV holt den Kevin Keegan. Teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte. Aber das, ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Du vielleicht noch. Oh, Jürgens gewinnt so souverän, ruft noch das Finanzamt auf den Plan. Stichwort ist das vermögenswirksame Leistung. Nee. Moment. So, Freunde, jetzt sind wir im Steuerrecht. Wettgewinne sind, glaube ich, sind die in Deutschland jetzt steuerpflichtig? Ja, weiß ich nicht. Nein. Und das ist ja... Hertha und Stuttgart müssen auch nachlegen. Also wir dürfen uns auf Hertha freuen. Stimmt, Hertha, da hätten wir eigentlich heute auch mal, da hätten wir eigentlich eine Sondersendung machen müssen. Ja, machen wir dann morgen. Machst du? Nö. Ich habe gehört, dass hier morgen Gast ist. Morgen haben wir einen Gast mal wieder. Ja, Fußballexperte. Können wir schon verraten? Ja, machen wir. Tobi Escher. Einer, der richtig was versteht vom Fußball. Ja, der kann uns ja mal endlich erklären, warum Hertha so schlecht ist. Genau. Wird er tun, weil ich mal glaube, sehen, ob das taktisch überhaupt erklärbar ist. Ich glaube, er ist nicht. Oder vielleicht ist es einfach nur, dass alle Spieler, die auf dem Platz rumlaufen, hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Oder einfach wahnsinnig viel schlechter sind als die Gegner. So einfach kann ich das erklären. Tobi Escher kann das dann, der muss dafür extra wieder eine Tafel aufstellen. Ja, bitte sehr. Die werden wir hinstellen. Ja, deswegen bin ich morgen nicht hier, aber du bist hier, oder? Nee. Richter und Ahrens. Richter und Ahrens sind da. Oh. Richter und Ahrens, ganz schlechte Tipper. Da, die müssen auf jeden Fall was erklären. Ja, denen kann der Escher noch mal ein bisschen Nachhilfe geben. So, jetzt haben wir aber wirklich viel gelabert. Hier steht schon wieder LOL. Ja. So, ey, wir sitzen. Schreibt einfach weiter rein. Wir beenden das Themenfrühstück jetzt. Einfach weiter reinschreiben. Und einen Daumen da. Und tut uns den Gefallen, dass ihr vielleicht auch ab und zu mal den Vornamen so ein bisschen verändert, damit wir noch viele lustige Geschichten hier nachlesen können. Die liest mir dann alles der Florian Lob vor. Genau. Und ich sitze hier und höre zu wie so ein grenzdebiler Renner. In diesem Sinne. LOL. Toll. Tschüss.